Der nächste Redner ist der Werner Graf von den Grünen hier in Berlin. Und der Werner hat eine ganz besondere Vorgeschichte. Der hat mir nämlich 2004 den Chefredakteursessel vom Hamm-Journal übergeben. Also der Werner ist nicht nur bei den Grünen, sondern macht Cannabispolitik seit mittlerweile 20 Jahren, der Mitgründer vom Hamm-Journal. Und deswegen großes Big Up, dass der Werner heute auch hier in der Handparade ist. Herzlich willkommen, Werner. Hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen heute, denn nach vielen, vielen Jahren, ich glaube über 20 Mal habe ich auf dieser Bühne schon gesprochen, nach so vielen Jahren kurz davor zu stehen, dass wir jetzt darüber diskutieren, wie wir legalisieren können, das ist eine große Freude. Aber wir dürfen das nicht einfach hinnehmen, wir dürfen jetzt nicht einfach nur sagen, schön, es steht im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene. Nein, diese schwarzen Wörter auf weißem Papier, die helfen uns noch nichts. Wir brauchen es in Gesetzesblatt gedruckt. Und zwar jetzt, deswegen Legalisierung jetzt und nicht mehr länger warten. Ja, es gibt Fragen zu klären, aber die sind schon tausendmal geklärt worden. Seit tausendmal haben wir über diese Fragen diskutiert. Vieles ist aufgeschrieben. Mit dem Cannabiskontrollgesetz haben wir auch schon vor Jahren als Grüne das dargelegt, wie es sein kann. Und ja, wir müssen Jugendschutz organisieren, wir müssen Verbraucherschutz organisieren. Wir müssen es so organisieren, damit ihr wisst, was in eurer Tüte drin ist. Und das muss jetzt vorangehen. Und deshalb ist es keine Zeit, sich zurückzulehnen. Und ja, es ist auch keine Zeit, sich vom Regen verdrängen zu lassen. Sondern jetzt ist die Zeit, aufzustehen und laut zu schreien. Wir wollen jetzt die Legalisierung, die ihr uns versprochen habt. Und dafür werden wir nicht ruhig sein und dafür werden wir jeden Tag kämpfen. Und das wollen wir auch aus anderen Bereichen heraus vorangehen. Denn was meine Vorrednerinnen und Redner gesagt haben, waren bisher ja nur Männer, ist ja richtig. Es ist falsch, dass es jetzt noch passiert, dass die Polizei euch das Gras wegnimmt. Deshalb haben wir als Grüne Fraktion heute in Berlin gestern einen Vorstoß gemacht und der Justizsenatorin, der Innensenatorin eine Vorlage zugegeben, dass die Polizei hier in Berlin eben nicht mehr das Gras wegnimmt, dass es bei euch bleibt. Und ich hoffe, die SPD und die Linken machen da auch mit. Wir haben einen Vorstoß gemacht, dass wir hier schon mal alle Möglichkeiten ausmachen, damit die Legalisierung jetzt kommt, jetzt hier in Berlin auch schon mal. Und ich will das auch einmal deutlich sagen, in der Drogenpolitik geht es mir nicht nur um Cannabis. Mir geht es auch um andere Drogen hinaus. Ich weiß, hier ist eine klare Demo für eine Legalisierung von einer Droge. Aber ich kann es auch nicht verstehen, dass wir in einer Stadt, in der das Berghain steht, in der es bekannt ist für alle anderen Partysachen, wir User von Koks, von Ecstasy oder Speed zu Versuchskaninchen machen. Wir müssen hier auch eine Entkriminalisierung hinbekommen, geringe Mengen freistellen und den Leuten endlich Tests geben, damit sie wissen, was in ihren Substanzen drin ist. Liebe Leute, lasst euch nicht abschrecken von dem Wetter. Schreit heute ganz laut, dass wir vorangehen müssen, dass es entscheidend ist, dass wir heute die Legalisierung voranbringen und dass es auch jetzt kommt, denn auf eure Stimme kommt es an. Danke. Wie geht's weiter? Muss ich mich selber ansagen oder wurde ich schon? Wurde schon angesagt von Michael. Okay. Soll ich mich selber ansagen? Ja, jetzt hat uns der Regen wirklich kalt erwischt und ich hoffe ihr trotzdem gut zu, auch die, die unter der Plane stehen hinten. Als nächste Rednerin haben wir die Anna Grischan, als die Landesvorsitzende der Jungen Liberalen hier in Berlin. Herzlich willkommen, Anna. Ja, vielen Dank.